Ich grüße euch, meine lieben Freunde. Heute möchte ich mit euch über ein sehr heikles Thema nachdenken, und zwar über das Thema Tod. Ich hatte in meinem Leben mehrmals mit dem Tod zu tun. Das erste Mal hatte ich ein Erlebnis. Da waren wir zusammen mit meinem Freund auf der Straße unterwegs und sahen vor uns einen frischen Unfall. Wir sind stehen geblieben, sind hingelaufen und haben gesehen, dass zwei Autos zusammengestoßen waren, und in dem einem Auto saß ein 18-jähriger Junge, in dem anderen Auto saß eine Mutter mit einem kleinen Kind. Auf der Straße lagen Lebensmittel, weil die Mutter gerade vom Einkaufsladen gekommen ist oder gefahren ist, und der Junge war unterwegs zu einer Abschlussfeier. Der Junge war frisch geduscht. Ganz frisch, hatte noch eine Gitarre oder irgendwie Musikinstrument in dem Auto, war eingeklemmt, wir hatten ihn rausgeholt, er war bewusstlos, wir haben ihn versucht zu reanimieren, versucht stabile Seitenlage zu machen und dann später auch versucht zum Leben zu bringen. Er hat noch ein bisschen geatmet, dann hat er aufgehört zu atmen, ich habe dann Mund-zu-Mund-Beatmung noch gemacht. Ich habe so stark geblasen, dass ich am nächsten Tag hier einen blauen Mund hatte, ringsherum. Ja, das war so eine Erfahrung, die mich sehr stark geprägt hat. Ja. Zum ersten Mal hatte ich so ganz live, reell erlebt, was es bedeutet, mit einem Menschen zu tun zu haben, der vor deinen Augen oder in deinen Händen in deiner Gegenwart stirbt. Das war ein sehr emotionales Erlebnis, ein sehr intensives Erlebnis, das ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Später habe ich dann erfahren, dass er nicht überlebt hat, dass er gestorben ist und an inneren Blutungen. Die zweite Erfahrung, die ich gemacht habe, war die Erfahrung mit unserer Mama. Sie ist auch früh gestorben, nach einer längeren, schweren Krankheit. Und ich durfte auch dabei sein, als sie das letzte Mal geatmet hat. Ja, das waren schon sehr, sehr intensive Erlebnisse, Erfahrungen, die mich sehr geprägt haben. Und ich habe mir dann immer wieder die Frage gestellt: Der Tod, was ist eigentlich der Tod? Wie gehen wir mit dem Tod um? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, obwohl es sehr intensive, sehr heftige Erfahrungen waren, muss ich euch ehrlich sagen, dass diese Erlebnisse mir die Angst vor dem Tod genommen haben. Muss ich euch ganz ehrlich sagen, ja. Weil sie mir gezeigt haben, dass das Sterben eigentlich nicht so schlimm ist, wie wir uns das manchmal vorstellen. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Sagt uns die Bibel. Und es ist tatsächlich so, Jesus Christus hat den Tod überwunden. Er hat dem Tod die Macht genommen. Und an einer anderen Stelle heißt es, wenn wir sterben, dann leben wir. Wir verlieren zwar dieses irdische Leben, aber bekommen ein neues Leben, was unvergänglich ist. Also das heißt, derjenige, der in Christus stirbt, er ist vom Tod ins Leben hindurchgedrungen. Also wir sterben nicht, sondern wir fangen an zu leben. Deshalb brauchen wir keine Angst vor dem Tod haben. Tod ist nur eine Zwischenstation zu einem neuen Leben. Deshalb, wer zu Christus gehört, der ist sicher im Leben. Der Herr segne euch. Bis bald.